So, die Hochzeitscrasher sind jetzt wieder da. Quasi, denn. Denn es geht jetzt weiter. Boots und Torvus zocken Alien Nation und begeben sich jetzt in die Mission Portal Crasher. Also, es klingt quasi fast so ähnlich wie die Hochzeitscrasher. Wir sind übrigens wieder in Alaska zurück und gucken mal, was uns dort jetzt alles erwartet. Ja, die Aliens stürmen jetzt da irgendwie rüber und. Das klingt aber schon nice, ey. Die Xenos stürmen Barrow über ein gigantisches Portal, das aus einem Haufen elektronischer Diffusionsrezeptoren gebaut wurde. Ach, richtig. Böse. Naja, die wollen hier irgendwas herbeamen. Das gefällt uns natürlich nicht. Nope. Und uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Dann wollen wir es mal crashen hier, wa? Auf jeden. Ja, lol. Crashen auf Experte. Ja, auf geht's. Yep. Lol. Wir brauchen einen Aufseher, der uns reinlässt. Ah ja. Yep. Nur mal gucken. Wo geht's denn hier was weiter? Ach, das Tor geht hier auf. Aufseher. Und was haben wir hier wieder? Ja. Bugs! Oh, ich liebe das Spiel. Wie die Geier warten, bis da diese Lava oder was auch immer das sein soll, genau, weg ist und zack, direkt zur Kiste. Oh, verkackt. Oh, schon wieder verkackt. Oh nein, doppelt verkackt. Nee, ich nicht. Jeder Schuss sitzt. Wenn wir die scheiß Nester wegmachen. Ja. Oh, ich bin schon wieder leer hier, ey. Alter. Hier ist eine Kiste. Ja. Aber nichts Besonderes drin. Oh, Muni. Ein bisschen Munition für mich. Ah. Am besten immer alle Autos sprengen. Ja. Alter, diese Powerwaffe ist aber auch richtig nice, die ich hier habe. Find hier mein komisches Gift, das ich quasi so verteilen kann, irgendwie ziemlich sinnfrei. Hier ist eine, ja, hier ist eine Kiste. Ja. Das sind ja bestimmt ein Aufseher. Ja. Da nee, kommen wir auch nicht durch. Lang, ja. Wir müssen hier oben lang. Wir haben hier unten noch so einen Respawn-Punkt verpasst. Ich gehe da mal schnell hin. Ja. Ach egal, den lassen wir jetzt liegen. Da vorne ist ja gleich noch einer. Oh, oh ja. Was krepiert hier, ey? Ich heil dich. Krepiert. Respawn-Punkt ist aktiviert. Kiste. Seht, da liegt noch ein Raketenwerfer. Oh oh. Wow. Ich bin hier zur Seite gebuggt. Gebuggt. Oh, was liegt hier, Jens? Ein Revolver, Stufe 7.
weg. Soll ich hier die Tür schließen? Warum? Die Muni ist aber auch immer hier schnell auf, ne? Auf jeden. Oh, ich bin endlich wieder ein Level aufgestiegen. Yeah. Level 8. Kill him. Oh nein. Jetzt geht's rund hier. Oh, scheiße. Sauber. Verdammt, ich muss hier weg. Oh mein Gott. Scheiße. Ich weiß gar nicht wohin. Hier kommen immer mehr. Nein, ich bin tot. Nein, ich gleich auch. Scheiße. Versuch nur schnell zu heilen, aber das wird wohl nichts mehr. Ich bin leider in die falsche Richtung geflüchtet. Oh, du tauchst jetzt hier auf. Ich konnte dich schnell noch wieder retten. Oh mein Gott. Yes, jawohl. Wow. Oh, ach, der teleportiert mich. Bierschaden. Ja, sauber. Überlebt, ey. Ich auch. Da liegt aber jetzt hier rum, ne? Hier ist doch echt mal die Hölle los, ey. Ja. So, ich hab das Implantat besorgt, das wir brauchten. Nice. Wahrscheinlich gehört hat. Ein bisschen. Ich habe den Newton-Knopf gesucht, ich habe ihn aber nicht rechtzeitig gefunden. Oh nein. Oh, hier ist schon wieder so ein scheiß Eisfotze. So ein Eisfotze, Alter. So ein Ice Queen, Alter. Verdammt. Oh. Sauber. Oh, mir geht schon wieder Munition aus. Warum nicht einfach mal mehr die Minigun einsetzen, ne? Ja, gute Frage. Bei solchen Gegnern. Oder wenn die Horde kommt. Na, das hättest du nicht sagen dürfen. Jetzt ist meine Minigun leer. 59 Schuss. Verdammt! Nein, verkackt! Okay, da hinten ist irgendwas Gigant. Großes. Was sehr Großes. Der hilft bestimmt der Raketenwerfer ganz gut. Scheiße, ich hätte mich nicht nachladen sollen. Oh, sauber. Ohne Lady, das ging doch flott. Oh, easy. Gar keine Herausforderung mehr hier, ey. Nee, absolut nicht. Absolut. Herrlich. A total disaster. A total disaster? Total disaster. Like in Germany. Last night in alienation. So, weiter geht's mit den Patrouillenführer finden. Oh ja, Patrouillenführer müssen wir finden. Petroleumführer. Petroleumführer? Oh mein Petroleumführer. Gott. Was stehst du hier denn so in der Ecke rum? So, irgendwo muss der hier sein. Oh oh. Kavu. Alles einsam, was geht. Petroleumführer. Like
Jetzt ist nichts mehr zwischen uns und dem Portal. Außer eine Million Aliens. Wo ist das Portal? Ich hab's noch nicht gesehen. Was? Wo ist das Portal? Weiß ich auch nicht. Aber sie sagt es gerade. Achso, okay, ich hab's nicht gelesen. Ich will wissen, wo es ist. Ich glaube nicht mehr weit. Ich kann's kaum abfahren. Okay, ich glaube hier unten geht's gleich weiter, wa? Ja. Hier haben wir noch einen Kombinat, den wir von dem Spiel verwerten können. Oh. Ach, da ist noch so ein komischer. Oh, jetzt habe ich Mulliard. Oh, und ich laufe einfach mal drauf. Gut, dass sie nicht explodiert. Amolo. Oh, wir sind schneller geworden. Ja. So, wo ist das Portal? Ich bin immer noch richtig schnell hier. Nice. Das macht uns, glaube ich, nochmal schneller. Uah, ich komme nicht hinterher. So, ich benutze mal den Zugangsschlüssel, wa? Ja. Immer in die Luft fliegen lassen, alles. Hin. Oh oh. Das war gerade lustig, da wollten sich Gegner von hinten anschleichen, da hatte ich allerdings eine Mine hingelegt. Oh. So, ich öffne mal die Tür hier. Ja. Munition fehlt mir aber noch immer. Ah, so viel habe ich auch nicht. Ja, wobei doch, das reicht noch. Oh, hier hinten müssen wir auch noch aktivieren. Alright. So, ich hatte eine Mine hingelegt, sollen sie doch ruhig kommen. Oh nein, das hat nur einer erwischt. Oh, jetzt haben sie mich doch nicht. Ich glaube, die fliegt mehrmals in die Luft. Ah, scheiße. Bin fast tot. Und meine Munition ist alle. So, den Revolver. Da schon wieder Revolver. Revolver? Hier ist noch eine Kiste, hier hinten. Ja gut, ich mag Kisten. Ich liebe Kisten, auf jeden Fall. Immer hier diese Pack-Openings. Was? Die Pack-Openings. Ja, genau. Die Kisten-Openings. So. Alle Gegner. Und hier sind auch noch welche. Komische Energiestrahlen. Ach, ein Pierscher schon wieder. Ja, den habe ich jetzt erledigt. Hier hinten bei mir ist auch noch eine Kiste. Hier sind noch ein paar Feinde. Jo, ich komme. So, dann mache ich jetzt mal die Kiste auf. Du kannst ein paar Feinde besiegen. Alright. Oh, hier ist ein Goliath. Okay. Das hört sich nicht gut an. Er hat mich fast. Jetzt ist er tot. Ja. Noch eine Kiste. Was ist denn hier los, ey? Ich glaube, wir müssen hier oben versorgt. Ich gehe nochmal schnell kurz hier hin, guck nochmal, ob hier was ist. Ja, hier sind noch ein paar Gegner. Da hinten habe ich doch auch noch welche gesehen. Da hole ich mal einen Bumerang rein. Die Schweine, dass sie sich auch jedes Mal von hinten anschleichen müssen, ne? Von vorne, ja, ne? So, sobald etwas Größeres von vorne kommt, so eine größere Einheit, kommt direkt auch von hinten wieder. Echt, die Drecksäcke. So, das muss doch wohl das Portal sein. Hier ist noch eine Kiste. Oh mein Gott, das will ich sehen. Okay. Oh mein Gott, sieht das schön aus. Hier sind noch ein paar Gegner. Habe ich in den Rücken geschossen, deswegen ist er explodiert. Ja,
Noch eine Kiste. Okay, jetzt müssen wir hier vorne das Portal aktivieren. Ich wechsle schon mal auf die Minigun. Ah, da kommt bestimmt ein Endgegner. Oder ganz viele Gegner. Mit Minigun. Alter. Heilen, sehr gut. Mann. Da waren jetzt alle. Ach, jetzt müssen wir wahrscheinlich hier noch irgendwas kaputt machen. Ja, hier an den Ecken. Oh ja, ich seh's. Oh. Oh, von hinten, Hilfe! Ah, fuck. Oh, Alter, die sind... Ich weiß nicht, was du da gerade Schönes machst, aber ich werde hier auf jeden Fall echt von allen Seiten. Ich hab gerade ein paar Raketen. Ich bin down. Scheiße, ist nicht gut. Ich lieg auf der anderen Seite. Ja. Ach, da. Hilfe! Hilfe! Der ist doch hier. Arm und am Verbluten. Da kommen sie. Alter, die halten vielleicht viel aus. Ja, ne? So. Wir machen jetzt beide gleichzeitig. Ja. Du nimmst den einen und nicht den anderen, wie man so schön sagt. Alles klar. Auf. 3, 2, 1, go. Los. Und ich bin weg. Und Raketenwerfer. Und Raketenwerfer. Einfach draufballern. Oh, ich bin gleich auch tot. Oh mein Gott! Hilfe! Oh mein Gott! Hilfe! Nicht in die Richtung, da kommen sie! Oh Scheiße! Stirb! Nein, ich bin tot! Okay, ich komm zu dir. Da sind aber ganz viele Gegner, ich sag's dir, ne? Uah, Hilfe! Ich laufe andersrum. Ja, ist besser, da steht nur noch einer. Du lockst die anderen gerade alle weg. Auf der anderen Seite ist jetzt bloß noch einer. Okay, alles klar. Ein verkappter Soldat. Wo ist er? Ja, ich stehe wieder. Okay, ich aktiviere. Great. Okay, hast du nochmal eingesammelt da ordentlich? Ja. Alles klar. Ja, dann können wir mal hier zum Evakuierungspunkt, wa? Ja. Nicht noch Munition. Mit Munition bin ich gut versorgt. Ich jetzt auch. Halt für jetzt, wo wir keine mehr brauchen. Jetzt, wo wir keine mehr brauchen, genau. Für die Minicam bräuchte ich natürlich noch ein bisschen was. Aber mal gucken, was ich hier gleich alles, oder was ich hier zwischenzeitlich alles Schönes eingesammelt habe. So. Wer weiß, vielleicht spiele ich gleich nicht mehr die Minigun. Was machst du gleich? Ich sag, wer weiß, was ich für schöne Waffen eingesammelt habe. Vielleicht brauche ich gleich keine Munition mehr für die Minigun, weil ich vielleicht eine andere Waffe spiele. Durchaus im Bereich des Möglichen. Mhm. Oh, wir haben eine Trophäe. Wintersport. Ja. Boah, Präzision 50%. Hammer. Diesmal haben wir beide ein bisschen mehr Schaden bekommen. Und wir würden jetzt sogar in die Goldliga aufsteigen. Guck dir das mal an. Alter, live bei uns, ne? Ach, wir sind solche Cracks, ey. Oh, jetzt ist das Kampfschiff aktiv. Oh, geil. Geht natürlich erstmal das Verbessern und Ausrüsten wieder los.
Revolver. Alter. Das so Fähigkeiten. Oh, da habe ich auch zwei Punkte. Was habe ich denn hier? Ungenutzte Punkte. Tesla-Ladung. Oh, die Tesla-Ladung ist eigentlich geil. Alright, alles klar. Dann würde ich sagen, dieses Kampfschiff. Boah, das sieht böse aus, so in Rot, ne? Wollen wir uns das einfach mal in der nächsten Folge anschauen? So sieht's aus, wa? Wir haben ja keine andere Wahl. Nee, weiß ich nicht. Haben wir da, was ist das da links? Ich kann das nicht sehen, Hawaii. Wobei, das war dieses Trainingsgelände, glaube ich, oder? Ja, genau. Okay, alles klar. Nee, alright, Leute, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst wieder einen Daumen nach oben da und ja, schaut euch unbedingt die nächste Folge an, wenn es gegen das Kampfschiff geht. Von daher, genau so sieht's aus. Macht's gut und haut's rein. Gut's Nächtle.